Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zur Industry Forward Expo, dem Industriefestival in diesem Jahr in 2021. Mein Name ist Christian Fischbach und ich begrüße hier heute Morgen Thomas Frader von Microsoft. Er ist dort Business Lead Internet of Things. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Und spricht heute zum Thema, wie können KI und IoT die industrielle Wertschöpfung verbessern? Also im Grunde genommen, zwei der wichtigsten Buzzwords im Moment, aber halt bezogen auf eine echte Wertschöpfung, was uns hier ja immer wichtig ist. Und ich habe schon gelesen und gehört von Thomas, es geht unter anderem um konkrete Kundenbeispiele heute, also durchaus Grund, gleich reinzuhören. Damit, Thomas, übergebe ich dir die virtuelle Bühne. Your stage. Besten Dank, Christian. Danke nochmal für die Einführung. Und dann werde ich auch direkt loslegen und meinen Bildschirm teilen, also die Präsentation, die ich auch vorbereitet habe. Und hoffe, dass das jetzt auch gut für alle zu sehen ist. Also nochmal ganz kurz zu mir. Thomas Frader, Business Lead für IoT bei Microsoft. Für den deutschen Markt zuständig. Vielleicht noch kurz zwei weitere Worte. Ich bin seit jetzt knapp 4 Jahren in der Rolle, aber mittlerweile auch schon seit über 10 Jahren bei Microsoft und habe damals im Bereich Windows Embedded angefangen. Wir haben das damals noch intelligente Systeme so ein bisschen genannt. Also das Wort Intelligenz ist so ein bisschen gleich geblieben. Das schwirrt heute auch noch immer wieder mal in ganz vielen Präsentationen und Artikeln und Texten und so weiter mit. Aber ja, die Ausrichtung bei uns hat sich dahingehend natürlich sehr, sehr stark geändert, wo wir früher von oder viel mit unserem Betriebssystem in dem Bereich, ich sag's mal, IoT gemacht haben, sind wir heute ganz zentral mit unseren Cloud-Services dahingehend aktiv. Und dahingehend wird sich auch mein heutiger Beitrag ein bisschen richten. Der beschäftigt sich zum einen mit der, ja, oder formal mit der Generierung von Mehrwerten durch künstliche Intelligenz im Industrial IoT und in der Fertigungsindustrie. Und dabei werden wir zuerst detailliert durch verschiedene Themen gehen und schließen dann mit diversen konkreten Implementierungsszenarien ab. Und starten wir doch dann an der Stelle direkt mit dem Mehrwert. Und gleich auf die nächste Slide, die so ein bisschen zeigt, ja, wie das ja, Kapital so ein bisschen aufgeteilt ist letzten Endes. Wir sehen, dass heutzutage Geschäftsmodelle von verschiedenen Herstellern zunehmend durch ja, den neuen innovativen Wettbewerb oder durch unerwartete globale Ereignisse extrem unter Druck gesetzt wird. Ich glaube, beispielhaft lassen sich da vor allem für Letzteres die aktuelle Covid-Pandemie nennen oder auch die verschärfte Klimasituation. Und ja, wir befinden uns da tatsächlich mittendrin in einer Phase, wo die Geschäftsmodelle extrem, sage ich mal, torpediert werden durch Veränderungen. Und schauen wir uns mal nun näher an, wie Cloud-Technologien rund um die künstliche Intelligenz und IoT letztlich Herstellern bei Umsatzsteigerungen und Margenexpansionen weiterhelfen können, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn man mal anguckt, auf was für ein Einsparungspotenzial man da blickt, dann, wenn man McKinsey Glauben schenkt, dann liegt dabei cloud-optimierten Prozessen allein ein Einsparungspotenzial von 1,5 Billionen US-Dollar, also eine richtig, richtig große Zahl global gesehen an der Stelle. Aber runtergebrochen auf die Wertschöpfungskette für ein einzelnes Unternehmen sehen wir Verbesserungen von bis zu 3% bei der Rentabilität, wenn man wenn man Prozesse durch die Cloud optimiert. Und das kann ein extrem entscheidender Vorteil sein, um entsprechend seine Marktposition zu sichern, zu verbessern oder eben weiter auszubauen. Nun stellt sich die Frage, wo lassen sich diese Mehrwerte rauskitzeln aus den eh schon hochautomatisierten Werken und Anlagen und Prozessen? Und da kann ich so ja, aus unserer Erfahrung sprechen, bei der Zusammenarbeit mit den Industriekunden, mit denen wir sehr viel zu tun haben, kommen besonders stark die folgenden 10 Anwendungsszenarien immer wieder vor, wo sich
Einsparungen und Effizienzen gut erzielen lassen. Beispielsweise bei der Gesamtanlageneffektivität oder auch OEE genannt, bei der Anomalieerkennung, Vibrationsüberwachung, Zustandsüberwachung, Bottleneck-Analysen, automatisierte Qualitätskontrollen, neue Produktionsinformationsmanagementsysteme, Optimierung von fahrerlosen Transportfahrzeugen, auch ein ganz, ganz heißes Thema gerade, vor allem aber auch der Energieverbrauch und aber auch die Abfallentsorgung. Also das sind so die 10 Sachen, die sehr, sehr häufig immer vorkommen. Und wenn wir jetzt mal auf ein paar ein bisschen gezielter schauen, nämlich beispielsweise mal die OEE unter die Lupe, die, ja, es ist eine Kennzahl, die misst die Zeit, die eine Produktionsanlage tatsächlich produktiv ist oder anders gesagt auch den Maß ist für die Wertschöpfung einer Anlage. Und wenn man zum Beispiel eine Verbesserung der Effizienz von circa von 60% auf 70% gesteigert wird, erhöht sich entsprechend auch die Kapitalrendite zwischen 6,8 und circa 12,3%. Also sehr, sehr hoch, wenn man das runterrechnet wieder auf auf sich als einzelnes Unternehmen, was das an Kapital freischaufeln kann. Und bei der Anomalieerkennung oder die Anomalieerkennung entsprechend zielt darauf ab, ungewöhnliche Verhaltensweisen von Anlagen zu identifizieren. Und in Kombination beispielsweise mit der Vibrationsanalyse liegt das Marktpotenzial allein für diese zwei Anwendungsszenarien weltweit bei aktuell circa 1,6 Milliarden Dollar und bis 2025 gerechnet sogar bei über 2,2 Milliarden und so weiter und so fort. Also so entstehen quasi für jeder dieser Use Cases riesige, riesige Pools an Einsparungspotenzialen. Und deshalb sind, es ist quasi für Hersteller offensichtlich, sich entsprechend mit den Themen auseinanderzusetzen. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Technologien ganz konkret und starten mit IoT an der Stelle. Durch Cloud Computing gibt es mittlerweile globalen Zugang zu verteilten Rechen- und Speicherressourcen, was nun viele Einsatzszenarien tatsächlich auch erst wirtschaftlich gemacht hat. IoT und Edge verbinden im Anschluss daran physische Geräte wie zum Beispiel Sensoren und Aktoren mit der Cloud, verwalten zentral Geräte und erlauben das Übertragen von Intelligenz auf die Edge. Also an die Anlagen und Geräte am Rande eines Netzwerks. Anders gesagt kann man auch sagen, dass Analysen und Entscheidungen müssen jetzt nicht zwingend zentral in der Cloud erfolgen, sondern können eben auch lokal und in Echtzeit entsprechend passieren, mit dem Benefit aber, Cloud-Kompetenzen mit nutzen zu können. Und bei der KI ist es dann so, das erlaubt es uns ganz einfach Muster und Anomalien zu erkennen, um entsprechend Korrekturen auszuführen. Und beispielhaft nur, um so ein bisschen die Dimension zu erklären, wie wichtig wir auch dieses Geschäft sehen, ist, dass wir vor circa knapp 3 Jahren uns dazu entschieden haben, über 5 Milliarden Dollar in den Aufbau und die Weiterentwicklung unserer IoT-Plattform und IoT-Services zu investieren, glaube ich, auch eine ganz stattliche Summe an der Stelle ist. Daher auch nochmal ein ganz kurzer Blick auf das Portfolio, das sich bei uns sozusagen modular über verschiedene Bereiche erstreckt, von Betriebssystemen über Plattform as a Services oder auch gemanagte App-Plattformen in der Cloud. Bei uns haben wir sehr, sehr viel bei uns im Portfolio anzubieten, aber da will ich gar nicht tief weiter darauf eingehen, sondern hätte an der Stelle lediglich ein kurzes Highlight gegeben, dass ich im weiteren Verlauf der Präsentation vorstellen werde, wie Partner oder Kunden an der Stelle quasi in nur einem Tag eine Ende-zu-Ende Industrie-Applikation basierend auf den Services Azure IoT Hub und Azure IoT Edge implementiert haben. Und wo wir gerade auch bei Partner kurz waren oder gesprochen haben, so ist es, glaube ich, auch ganz, ganz extrem und wichtig zu benennen, dass man, wenn man Mehrwerte generieren möchte, auch auf ein starkes Partner-Ökosystem bauen muss. Denn die Industrieapplikationen sind sehr unterschiedlich, sehr divers, sodass die Kombination
von beispielsweise uns als Plattformanbieter und unseren Partnern als tiefe Domänenexperten der Industrie, also den unseren gemeinsamen Kunden entsprechend helfen können, individuelle Nutzen zu generieren. Und hat an der Stelle auch damit zu tun, dass, glaube ich, kein Unternehmen weltweit in der Lage ist, die ganze Kette, die man da quasi über das ganze Ökosystem verteilt hat, eben alleine und selber abzubilden. Und diese Kombination, also die Plattformstärke plus Domänenexpertise der Partner, ist etwas, was auch schon sehr, sehr lange Teil beispielsweise unserer DNA ist. Ich bringe hier immer auch gerne das Beispiel, dass Microsoft schon seit Mitte der 90er Jahre, also seit über 25 Jahren mittlerweile, Mitglied in der OPC Foundation beispielsweise ist, wo uns viel daran liegt, zusammen mit dem Ökosystem offene Industriestandards, offene Datenmodelle oder offene Plattformen zu schaffen. Und ich glaube, so von der OPC gibt es im späteren Verlauf der Agenda auch nochmal, glaube ich, einen sehr interessanten Vortrag. Dann springen wir weiter zum Thema KI. Künstliche Intelligenz, mittlerweile, glaube ich, bei sehr vielen angekommen, hat jeder schon mal was von gehört. Die Technologie an sich ist jetzt nichts super Neues, ist auch schon länger verfügbar, aber dennoch bestehen große Herausforderungen bei der weiteren Adaption. Und was verursacht diese Herausforderung? Tatsächlich ist es so, dass der Mangel an Know-how, der Mangel an Talenten einer der negativen Treiber an der Stelle ist. Und das bestätigen beispielsweise in der McKinsey-Umfrage aus dem Jahr 2019 knapp 58% der CIOs oder auch in ganz vielen anderen Analysten-Reports wechselt, dass die Top-Herausforderung, der Mangel an Talenten, sich immer ab mit Sicherheitsbedenken zum Beispiel. Aber tatsächlich ist es so, dass wir an der Stelle uns eben gedacht haben, wie kann man denen vielleicht etwas beihelfen, um den Mangel an Talenten als Top-Herausforderung etwas nach unten zu katapultieren. Vielleicht nochmal ganz kurz, was das auch verursacht, weil Hersteller, glaube ich, mit sehr vielen regionalen oder auch weltweit verteilten Produktionsstätten und Betrieben es schwer haben, auch Cloud-Experten vor Ort zu finden, Data Scientists vor Ort zu finden, die einzustellen. Und entsprechend, wenn Applikationen gebaut werden und global ausgerollt werden, die oft mal ins Stocken geraten, weil eben keine lokalen Experten zur Verfügung stehen, die die Lösung verwalten können und aber auch sehr, sehr wichtig auf lokale Bedürfnisse anpassen können. Und dem wollten wir entsprechend entgegenwirken und haben nun jetzt die Cloud-Services rund um KI mit Fokus auf leichter Bedienbarkeit und einem reichhaltigen Set an APIs geschaffen, um das eben zu bewältigen. Und das möchte ich am Beispiel von dem Azure Metrics Advisor kurz erzählen. Also hier haben wir eine Out-of-the-Box-Plattform gebaut, eine Lösung, die für Anomalieerkennung verwendet werden kann. Wie funktioniert der Azure Metrics Advisor? Nun, der Metrics Advisor vereinfacht den Monitoring-Zyklus durch einen webbasierten Service, der zum Beispiel Zeitreihen und Alarme setzt. Und ein vordefiniertes Anomalieerkennungsmodell erkennt entsprechend die etwaigen Anomalien, ohne dabei aber die Fertigkeiten eines Data Scientists zu benötigen. Die Kern-Engine schaut sich dabei die ganzen Datensätze sehr, sehr spezifisch an. Ein Algorithmus wählt dann das beste Modell aus einem Pool aus verschiedenen Algorithmen aus, um die höchste Genauigkeit eben entsprechend zu gewährleisten. Und basierend auf den erkannten Anomalien werden dann Maßnahmen eingeleitet, wie beispielsweise das Herunterfahren einer Maschine oder Anlage oder einfach ein justiertes Operationsmodell. Und dazu haben wir auch zusammen mit Partner und Kunden, wie beispielsweise der CloudTrail, der Bernecker und Rainer und der Softing, ein Framework zur Anomalieerkennung durch Vibrationssensoren entwickelt. Und wir haben das dann das Industrial Anomaly Detection
Framework genannt. Und ganz im Sinne unserer Ökosystemstrategie haben diese Partner die jeweiligen Domänenexpertise eingebracht, also Sensorik, IoT-Gateways, PLCs, die letztlich Daten sammeln und über IoT-Edge an die Azure Cloud senden. Und der Azure Metrics Advisor, der mit industriellen Ingest-Fertigkeiten erweitert ist, identifiziert entsprechend dann Anomalien durch Vibration automatisch und triggert die Maßnahmen dann auch automatisch. Und so profitieren letzten Endes Hersteller und Nutzer vom ersten Tag an von einer skalierenden Ende-zu-Ende-Applikation. Und jetzt schauen wir uns dann diese einzelnen Partnerimplementierungen an, wie die auch quasi funktionieren mit verschiedenen Demos, sodass wir auch sehen, wie das im echten Leben sozusagen aussehen kann. Und dazu habe ich jetzt einige Videos, die ich abspielen werde. Aber davor kurze Einführung nochmal zu CloudTrail. Die CloudTrail, wer sie noch nicht kennt, ist ein Startup, das im Bereich OT und IT-Integration angesiedelt ist. Und sie bauen Lösungen, um Daten ohne große Hürden, die verursacht werden durch alte OT-Systeme, direkt von der Fertigungslinie oder dem Shopfloor quasi erhalten zu können. Und damit übergebe ich sozusagen virtuell das Wort an den Felix Kolmer. Hi, my name is Felix Kolmer. I'm co-founder and CEO of CloudTrail, and we partnered with Microsoft to make over 12,000 professional industrial sensors compatible with Metrics Advisor. This allows you to use almost any professional industrial sensor as a source for anomaly detection using this great new Microsoft product. So let me show you how that works. This is our demo setup for today. It consists of an edge gateway, the CloudTrail box, an I/O module, which connects down to a couple of sensors. And the first use case I'd like to show you today is vibration analysis based on a vibration sensor, which is mounted on this fan. We already pre-configured the sensor, so if we jump into Metrics Advisor, you can already see data from that vibration sensor. And here, for example, we have a detected anomaly, which we artificially caused by putting some clue on one of the blades of this fan. This use case is great, but actually there's so much more beyond just vibration data. There's so many more sensors which could deliver valuable information about your machine's health. So think, for example, of this pressure sensor. This pressure sensor could sit in a cooling circuit or an hydraulic system. So I would say we go ahead and connect this pressure sensor now to Metrics Advisor. To do so, we go into the CloudTrail device management tool, hit new connection, and there we can either connect to OPC UA data sources or directly connected sensors, which I'll do now. And what I do is I just plug in the sensor. So let's go ahead and connect it. And this works for almost any industrial sensor out there. And here in CloudTrail, it just appears. So you select it, then choose Azure Metrics Advisor as the target, give the device a name, so we call it Pressure, and hit Create. We now automatically provision this new sensor to Metrics Advisor. So let's jump back into Metrics Advisor and go back to the data sources. Here are the data feeds. And as you can see here, there is a new sensor called Pressure, and this sensor is already sending data to Metrics Advisor, which is training the model in the background. So with Microsoft Metrics Advisor in combination with CloudTrail, you can use almost any industrial sensor as a data source for machine learning based anomaly detection. And since it's following a simple plug and play approach, you don't need to be a data scientist, nor you need any specialized domain knowledge about machine learning, AI, or the cloud in general. Just plug in a sensor, follow the simple process, and you're ready to go. Thank you very much. Genau, an der Stelle direkt weiter zu einem weiteren Use Case, wie das Bernecker und Rainer das Framework tatsächlich einsetzt. B&R, einer, glaube ich, der bekannten Industrieautomationsriesen der mit ca. 4.000 Kunden mittlerweile zur ABB-Gruppe gehört. Have you ever wondered
if it is possible to get maintenance information about your machine at an early stage. That means before unnecessary wear out, damage or downtime will happen. This is exactly the question we have dealt with. My name is René Plaschke and I am part of the product management team from B&R. There, I'm responsible for our IoT portfolio. What we can see here is a flexible transport system from B&R. This transport system is equipped with vibration sensors. On the rails, they are running so-called shuttles. As with cars, these shuttles are running on tires. And as with cars, these tires wear out over the time. It is our goal now to recognize any anomaly like a wear out at an early stage based on an individual usage of the machine. For that, we are collecting high-resolution vibration data. These data are pre-processed locally on our edge device. Afterwards, the data will be securely transferred to the Matrix Advisor cloud service from Microsoft. And there, a model will be trained with the vibration data. As soon as an anomaly can be detected, like a changed vibration behavior, a notification will appear. In this way, a dedicated action can be derived, such as planning to replace a tire during the next maintenance service. In any case, our POC together with Microsoft was successful. We were able to realize an end-to-end solution, that means from the machine over the edge up to the cloud within one day. And last but not least, we were able to detect anomalies with the help of Microsoft's Matrix Advisor cloud service. And finally, we were able to derive dedicated actions based on the provided information. And for that, there was no data scientists needed. Genau, das nächste Beispiel überspringe ich an der Stelle bei der Software, weil wir, glaube ich, schon in Richtung Zeit ein bisschen aufpassen müssen. Aber grundsätzlich ging es da bei der Software darum, dass sie entsprechende Gateways und Sensorik eben auch haben, die dann auch eine Demo gezeigt hätten, wie der Matrix Advisor entsprechend reagiert. Aber da springen wir kurz drüber und würde an der Stelle kurz zusammenfassen, was wir im Vortrag jetzt behandelt hatten. Also wir haben behandelt, worin und also in welchen Einsatzszenarien konkrete Mehrwerte für Hersteller liegen können, wie ein Framework für simple Implementierungen aufgebaut sein kann und wie diese Implementierungen konkret auch aussehen können. Und bei Fragen können Sie uns gerne über die folgenden E-Mail-Adressen kontaktieren, gerne auch weiter noch hier im Q&A. Und als letzten Punkt noch ein ganz kurzer Punkt in eigener Sache. Wir haben diese Woche findet die Microsoft Ignite statt, ein Event, bei dem wir normalerweise immer ganz viele neuen Produktupdates auch erzählen. Mit einem Augenzwinkern weise ich darauf hin, das vielleicht auch zu verfolgen. Da gibt es unter Umständen vielleicht auch nochmal was Interessantes in die Richtung der KI und IoT. Somit würde ich an der Stelle wieder gern an den Christian übergeben. Ja, Thomas, vielen Dank für deine Einblicke und du hast das Versprechen gehalten, echte Cases. Das finde ich immer am wichtigsten in einem Format, wie wir es hier haben. Es ist auch schon die ein oder andere Frage von draußen reingekommen. Ich will mal so mit den allgemeineren Part beginnen. Vielleicht mal, ihr habt als Microsoft, du hast im Speziellen ja sicherlich schon viele Cases, viele Kunden gesehen, viele Projekte. So als Überblick, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für IoT- und KI-Projekte? Ja, ich glaube, die wichtigsten Erfolgsfaktoren für diese Projekte geht, glaube ich, auf eine wichtige und gute Priorisierung der Ziele letztendlich hin. Also man muss eben schauen, also kurzfristig werden diese Projekte immer der internen Optimierung nutzen und wo man damit eben Kosten einsparen kann. Und dahingehend werden auch sehr wahrscheinlich schnell auch gute ROIs erzielt werden, die sich eigentlich zweifach auszahlen. Zum einen zum Beispiel das Erreichen der kurzfristigen Liquiditätsziele oder als positives Ergebnis an sich und ein Motivator für weitere Projekte zu sein, aber langfristig eben auch parallel zu schauen, wie die Wettbewerbsfähigkeit gesichert wird. Also
hinsichtlich, wie kann ich diese Technologien einsetzen, um neue Umsätze quasi fürs Unternehmen zu generieren. Und ein zweiter, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass wir sehen, dass erfolgreiche Unternehmen eine Top-Down-Strategie haben. Also, dass das Top-Management zu 100% hinter diesen Investitionen steht, um diese auch erfolgreich zu machen. Also man tut sich schwer, wenn quasi aus den Abteilungen herauf vereinzelt und unkoordiniert Projekte entstehen und dann nicht vielleicht zu einer größeren Strategie zusammengeführt werden, dann versandet das teilweise auch mal und ist schade an der Stelle, weil es eben sehr viel Potenzial hätte, wenn man von oben entsprechend auch den Support dahinter hätte. Ja. Auch eine noch etwas so überblickende Frage kommt gerade rein, die vielen genannten Firmen, und es wurde in deiner Präsentation mehrfach der Ökosystemgedanke genannt. Ich eine relativ offene Frage, inwiefern die genannten Firmen denn zusammen das Ökosystem ergeben, also was da die Interaktion ist. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene, sage ich jetzt mal, Interaktionen innerhalb unseres Ökosystems. Zum einen versuchen wir als Microsoft unsere Partner auch mitzugewinnen, um in bestimmten Initiativen miteinander auch arbeiten zu können. Also beispielsweise in sowas wie einer OMP, das ist die Open Manufacturing Plattform, oder auch ganz speziell, wir haben eine eigene Abteilung bei Microsoft eingerichtet, die nennt sich One Commercial Partner, ist eine Organisation, die sich hauptsächlich darum kümmert, Partnern dabei zu helfen, Lösungen zu bauen, diese weiterzuentwickeln und entsprechend auch monetarisieren zu können. Und da ist dieser Partner-to-Partner-Gedanke, wie wir den immer nennen, auch sehr, sehr konkret und sehr wichtig. Also wie kann man Partner miteinander vernetzen, um beispielsweise paketierte Angebote schaffen zu können, die dann mehrere Expertisen miteinander vereinen und quasi, sage ich mal, auch den Implementierungs-POC oder vielleicht auch Kaufprozess vielleicht ein bisschen für Kunden zu vereinfachen, da man eben schon mit abgestimmten Angeboten unterstützen kann. Zur Microsoft Azure Cloud und dem Metric Advisor in der Nutzung, in der Implementierung habe ich zwei Fragen. Ich glaube, die können wir so ein bisschen zusammenfassen. Die eine lautet, ist zur Nutzung lediglich ein IoT-Gateway auf dem Shopfloor nötig, um zu starten? Und eine zweite Frage richtet sich in Richtung verfügbare Sensorik, ob die sich einfach implementieren lässt. Genau. Also zu beidem ja und vor allem bei der Sensorik. Ich glaube, wir haben circa 12.000 Sensoren, die es heutzutage schon gibt, die auch kompatibel wären mit dieser Lösung. Okay. Eine weitere Frage lautet, ich lese die mal stückweise vor, aktuell entwickeln viele Hersteller eigene Cloud-Lösungen und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz, ganz viele unserer Zuschauer teilen. Da treffen dann oft 10 Cloud-Lösungen aufeinander. Hat Microsoft Erfahrung mit dem Zusammenführen dieser vielen Datenpools? Ja, das ist tatsächlich so, dass ja sehr viele Lösungen letzten Endes zusammenkommen. Was wir dahingehend, glaube ich, versuchen zu empfehlen, ich glaube, ich habe es in der Präsentation auch schon mal kurz gesagt, dass wir versuchen, mit sehr viel Offenheit an die Sache heranzugehen. Was meine ich mit Offenheit? Dass man eine hohe Interoperabilität zwischen den Plattformen garantieren kann, dass man mit offenen Industriestandards arbeitet, mit Open Source Technologien arbeitet, sodass die verschiedenen Plattformen auch untereinander entsprechend Daten auch austauschen können. Deswegen ist es auch beispielsweise Kern unserer Strategie, dass alles, was wir im Industrial IoT-Bereich eben machen, auf diesem Prinzip Offenheit eben basiert. Eine weitere Frage bezieht sich nochmal auf das Industrial Anomaly Detection Framework. Kann das Framework neben dem Erkennen einer Anomalie an sich auch die Art des Fehlers eingrenzen oder sogar Lösungen vorschlagen? Dahingehend, wenn man diese entsprechenden Sachen mitkonfiguriert, ist das in jedem Fall möglich. Ich schaue noch mal drüber. Das hatten
Ja, dann noch einmal zu dem Case Vibration Monitoring. Gibt es da auch Cases für Drives, also für Antriebe, klassisch? Könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht aus. Wahrscheinlich in Richtung Condition Monitoring, ja. Ja. Also da das relativ neu ist jetzt auch, haben wir es, glaube ich, jetzt so noch nicht gesehen in den letzten paar Monaten. Also wir haben das jetzt auch im November oder Dezember war es, glaube ich, erst quasi announced und angekündigt, aber wir haben dahingehend, glaube ich, noch keine Umsetzung gesehen oder gemacht. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Dann habe ich noch eine weitere Frage zu Cases, Erfahrungen, und ich glaube, das Stichwort hier ist Energy Consumption. Ich meine, das war nur auf deiner Folie mit den Anwendungsgebieten zu Anfang. Ob da generell das Vermeiden von Lastspitzen auch ein Thema ist, das ihr bearbeitet? Absolut, ja. Also sehen wir eben auch ganz, ganz häufig und ganz, ganz viel. Deswegen ist das auch etwas, was wir da quasi über Matrix Advisor beziehungsweise auch andere Sachen, die bei uns im Baukastensystem, sage ich mal, zur Verfügung stehen, adressieren. Super. Thomas, dann kommen wir zum Ende unserer Fragerunde. Ich bedanke mich nochmal vielmals für den spannenden Start heute in den Tag.